right by her side. Wave my baby to a being free, baby. Never coming back. Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen, liebe Freunde in Schweiz und Österreich, bei unserer Sendung. Wir haben also heute mit Rock and Roll begonnen, mit den Wild Angels, einer Gruppe aus England, die richtig traditionsbewusst noch Rock spielen. Das war der erste Titel. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also wir wollen im Rock weiter fortsetzen, und zwar möchte ich dazu sagen, dass dieser Rock and Roll richtig von der Gegend, in der gespielt wird, beeinflusst werden kann. Nehmen wir zum Beispiel Rock'n'Roll, der in Österreich gemacht wird, klingt dann auch irgendwie nach Österreich. Der junge Mann, den ich ansagen darf, Wilfried. Last night I was lying in a ditch by the road. Couldn't help from crying, was too heavy a load. Something fell on my head, the whole sky. When I looked up to heaven, I knew the reason why. I said, Mary, oh Mary, how do you do? Mary, oh Mary, for so long I've been blue. Mary, oh Mary, don't send me away. Looking for you, love is a reason to stay. Hey, bow, be loud, bow. Yeah, that's what I am. I love all those liquors. I'm a hard drinking man. Good Styrian schnapps is a few glasses of wine. That's all I need, babe, for this heart of mine. Mary, oh Mary, oh, send me away. Looking for you, love is a reason to stay. I said, Mary, oh Mary, how do you do? Mary, oh Mary, for so long I've been blue. Hey, bow, be loud. Last night I was lying in a ditch by the road. Couldn't help from crying, was too happy alone. Something fell on my head, I guess the whole sky. When I looked up to heaven, I knew the reason why. I said, Mary, oh Mary, how do you do? Mary, oh Mary, for so long I've been blue. Hey, Mary, oh Mary, how do you do? Mary, oh Mary, for so long I've been blue. Danke, danke auch dem Wilfried. Gar nicht so leicht, das tut sogar ziemlich weh. Braucht man viel Kraft. Sie hörten an der Harmonika, das ist ja unwichtig. Auf jeden Fall, es sang Wilfried. So, ich habe mittlerweile erfahren, wer da vorhin zu mir ins Bild kam. Ich möchte Ihnen diesen jungen Mann vorstellen. Kommen Sie mal herein. Jawohl. Bitte sehr. Wie Sie zu einer Fernsehsendung kommen, keine Krawatte, bärtig, mein Gott. Ja, also, ja. Dieser junge Mann ist ein Trick der Regie und ist heute gestattet, weil es Fasching ist. Er soll mich überwachen. Aber an und für sich habe ich ihn unter Kontrolle. Das möchte ich sagen. Ich kann Ihnen auch erklären, wieso, denn er kommt immer als Zweiter auf das gleiche Band. Okay. Ich kann Ihnen das nur praktisch vorführen. Das möchte ich. Also angenommen, ich möchte ihn zum Stillstehen bringen. Na? Sehen Sie? Kann sich nicht bewegen. Sehr angenehm, ja. Oder ich kann ihn wieder dazu bringen, sich zu bewegen. Haben Sie gesehen, wie Sie die Augen jetzt bewegen? Könnten Sie wieder mit mir reden. Ja, also ich möchte... Seien Sie, Moment, aber bitte ruhig, denn ich möchte den nächsten Titel ansagen. Ich gehe dabei, das ist nett, dankeschön. Also, der nächste Titel, wieder die Wild Angels. Oh.
Ja, danke schön. Ich wollte sagen, damit waren wir wieder zurückversetzt in die alten Zeiten des Rock'n'Roll. Und jetzt weiter im Text. Sie haben ja keine Ahnung vom Text. Seien Sie doch ruhig, Sie billiger Trick der Regie. Ich sagte also weiter im Text, denn die nächste Gruppe ist kennt nun... Kennt er nicht, kennt er nicht. Doch, ich weiß es. Er hat recht. Was ist ein Schabbocklack? Ein Zylinderhut? Und so ein Schabbocklack, der steht mir gut. Ich setz ihn auf für dich beim Rendezvous. Wenn er dir nicht gefällt, klapp ich ihm zu. Ja, das ist also die Gruppe Sweet Lovers. Die kommen eigentlich... Ja, wo bitte lassen Sie mich doch wo das Interview Sie her? Führen. Wo lassen Sie sich von dem Herrn nicht irritieren. Nein, lassen Sie sich nicht irritieren. Gut, woher kommt die Gruppe eigentlich? Aus Salzburg. Aus Salzburg. Wie lange existiert die Gruppe? Seit circa 2 Jahren jetzt. Bitte lassen Sie mich doch fragen. Also seit circa 2 Jahren existiert die Gruppe. Und wie kam die Gruppe zusammen? Wir haben uns eigentlich in einem Tanzclub kennengelernt in Salzburg. Vor circa... 2 Jahren. Ja. Und einige, den Solo-Gitarristen und den Posaunisten, habe ich schon in anderen Gruppen spielen gehört und ich habe sie gefragt, ob sie mir spielen wollen und so sind wir eben zusammengekommen. Haben Sie immer so eine Stimme oder sind Sie nur heute ein wenig heiser? Ich bin so heiser, weil ich so nervös bin im Augenblick. Im Ernst? Wieso ist das Ihre erste Fernsehsendung? Die zweite. Die erste war Showchance. Ja. Und die zweite ist jetzt... Ja. Und ist das die erste Platte der Chapeau-Klasse? Das ist die erste Platte, die wir gemacht haben. Verkauft. 1 Million. Läuft aber, glaube ich, bis jetzt ganz gut. 3 Millionen. Was meinen Sie? 4 Millionen. 5 Millionen. 6. Ja. Wollten Sie ihm was sagen? Nein, nein, schon in Ordnung. Gut. Und noch eine letzte Frage. Also wird die Gruppe genau in diesem Stil, in dieser Art von Musik weitermachen? Grundsätzlich ja. Also wir bevorzugen einen Happy Sound-Stil. Mhm. Ja. Aber wir haben sehr unterschiedliche Kompositionen, die zwar grundsätzlich immer sehr happy soundmäßig geschrieben sind, aber sie unterscheiden sich doch sehr in ihrer musikalischen Ausführung. Okay, lassen Sie sich durch den Herrn jetzt nicht irritieren, ich muss noch die nächste Ansage machen. Wir haben jetzt eine junge Dame aus Italien anzusagen. Italia, Spaghetti, Ravioli, ah, ja, Candelava. Jetzt beruhigen Sie sich wieder, ist ja gut. Das ist die Rosaria Sorgato. Sie ist bei uns vielleicht ein noch unbeschriebenes Blatt, nicht aber nach der heutigen Sendung wird sie das in Österreich hoffentlich nicht mehr sein. Rosaria Sorgato. Scelsi di te il mio cuore, ogni istante ti dico così. Quando mi chiedi amore,
ne sento un pezzo con mille violini che sono una scienza di dolce nome. C'è il Danubio negli occhi tuoi blu, come la ruota del prete divina per me. Sei tu, scienzoli mai nel lip, la mia storia comincia con te. Scienzoli mai nel lip, come il mio e il tuo bacio è una cosa dolcissima. Scienzoli come t'amo, è impossibile amare di più. Biondo più biondo di un angelo sceso dal cielo. Sei tu, come nelle favole, t'amo, 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 t'amo. Anche il sole splendido si illumina di te. Amore sei il più romantico di tutte le mie musiche. La tua voce è l'unica che può cantare con me, con me. Scienzoli del mio cuore, ogni istante ti dico così. Quando mi chiedi amore sento un bozzo come le violine che suonano. Scienzoli dolce nome, c'è il Danubio negli occhi tuoi blu, come la ruota del prete divino per me. Sei tu. Quando mi chiedi amore sento un bozzo come la violina che suona. Non scienzi di dolce nome, c'è il Danubio negli occhi tuoi blu, come la ruota del prete diviene per me. Sei tu. Bravo! Bravo! Na, was sagen Sie dazu, hm? Ah, Sie können sich wirklich nicht benehmen. Naja, also... würden Sie die nächste Nummer für mich ansagen? Nein. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kommen... Sweet Lovers. Sie wissen sie ja doch. Bei Ihnen kommt immer dasselbe. Aha. Er hat recht. Sweet Lovers mit dem nächsten Titel I Am Happy. I am happy, I feel alright. I have a girl, she holds me tight. I invite her to lovely tonight. The more she's down, but I feel alright. That's the way I want it to be. She's in love with only me. She holds me tight, she turns me around, and I don't mind she weighs 200 pounds. Zena! Bitte, alternder Künstler. Was ist denn bitte, schon wieder? Lassen Sie mich jetzt einmal was singen. Nein. Ja, bitte, einmal. Lassen Sie mich doch ansagen. Nein, ich mach einmal. Na, einen Hit. Also bitte. Ja. Was wollen Sie denn singen? Einen Hit, habe ich schon gesagt. Aha. Wenn das geht. Ja, und womit begleiten wir das? Das weiß ich nicht. Haben's nicht, dann kam. Kammblasen. Ja, haben's, ne? Habe ich nicht bei mir. Oi, oi. Gitarre. Das ist Gitarre. Moment. Bitte Gitarre.
Genügt die? Schön, aber es also traumhaft. Gut. Was wollen Sie singen? Einen Hit. Ich weiß ja nicht, welchen. Tonart. Na, die ist nicht gut. Die ist zu hart. Weicher. Vielleicht so. Gut. Ja. Na bitte, fangen Sie an. Bitte. Geht schon? Wer zählt eins, Sie oder ich? Na, soll ich mal? Gut, also bei bitte. Bei drei oder mit eins? Oder na, soll ich bei doch lieber ich. Moment. Sie zählen. Jetzt habe ich einen Schnupfen. Denn? Das ist zu blöd. Na, schauen Sie ein bisschen ins Licht. Ich probiere es. Geht nicht. Na gut, also noch einmal. Geht schon? Ja, also. Von vorn. Eins, zwei, drei. Komm gleich. Genau da wieder. Na kommen's. Geht ja nicht. Jetzt, also bitte. Jetzt habe ich es nicht erwischt. Den Einsatz hätte ich jetzt wirklich gehabt. Wo fangen Sie eigentlich zum Singen an? Vorne. Also wieder von vorn. Bitte nur schön. Bitte. Weiß nicht, ob die Leute so viel Zeit haben. Ach, also bitte. Ein Lied. Ich glaube, wir geben es aus, ne? Ja. Ja, gut. Dau! Naja, das hat also leider nicht geklappt. Sie hat sich erst am zweiten gerissen. Jetzt wieder besser? Na, viel. Ausgezeichnet. Viel besser. Also, dann sagen wir jetzt miteinander eben den nächsten Künstler an. Ich kann ihn noch nicht. Nein, jetzt nicht. Ja. Jetzt haben wir genug. Nein. Wir nehmen er kommt aus Frankreich. Schön. Charles Charon. Wer? Mal gesehen haben, werden nun wissen, dass diese Stimme nicht, wie Sie vielleicht irrtümlich angenommen haben, einer Sängerin gehört, sondern Charles Charon hat eben so ein hohes Timbre. Geben Sie doch Ruhe. Ein Glück, dass es sie nur im Fasching gibt, mein Freund. Ja.
Jetzt geht's weiter mit einer österreichischen Nachwuchssängerin. Als Nachwuchs kann man sie eigentlich schon nicht mehr bezeichnen, denn sie ist schon längere Zeit im Geschäft und sie hat einige hervorragende Titel. Sie gefunden. Ich freue mich, dass wir sie einmal hier im Spotlight zu Besuch haben. Brigitte Weil. Feels lonely and so sad. How could it be that she has gone now? That's your question, night and day. When rain is falling in the night, your world seems not to be all right. Is this the way to find a new love? When you're watching each drop of rain. Still around. This is the way to find a new love, but forget those memories. It's not too late to see the light. Look how the sun shines warm and bright. Changing colors, oh believe me, like a rainbow in the sky. Let's forget the world around and follow me, 'cause I will show you the flowers in the sun. Let all your sadness blow away and you will see in the sun. Let's forget the world around and follow me. Dankeschön, das war also, vielen Dank. Der Applaus ist ohne Zweifel verdient. Brigitte Weil. Dankeschön. Brigitte Weil, die auf dem besten Weg dazu ist, ein Star zu werden. Und jetzt haben wir jemand anzukündigen, der bereits ein Star ist. Diesmal bleibe ich fast alleine im Bild. Aber nur fast. Aha. Und das ist, der Name müsste alles sagen, Charles Cherom.